Der MSCI ACWI IMI Index ist wirklich ein Weltindex. Mit ihm kannst du in knapp 9000 Aktien aus der ganzen Welt investieren. Der Index ist auch gar nicht so starr, denn in den letzten 20 Jahren hat es da eine ordentliche Bewegung bei der Ländergewichtung und auch bei der Branchengewichtung gegeben. Und welche genau? Dazu habe ich mir zum Deep Dive Gespräch Markus Weiß vom ETF-Anbieter State Street eingeladen. Wenn dich also der Index und die Indexzusammensetzung im Verlauf der Zeit interessiert, dann solltest du dir das Video unbedingt anschauen. Viel Spaß! Hallo Markus, schön, dass du heute hier in München bei mir vorbeischaust, in unserem Studio. Und wir haben ja heute auch ein ganz spannendes Thema, aber erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielen Dank Markus für die Einladung, freue mich wieder bei dir sein zu dürfen und freue mich auf das Gespräch. Ja, vor allem auch mal persönlich, gell? Wir hatten ja noch gar nicht persönlich gesprochen auf dem Kanal, sondern immer nur mit Video zuschalte. Und heute mal persönlich und heute auch ein super Thema, wo ich schon genau weiß, dass das sehr interessant wird, weil wir auch ein paar tolle Grafiken vorbereitet haben dazu. Es geht um allgemein Weltaktien, ja, und ganz im Speziellen um den MSCI ACWI IMI Index. Da habt ihr auch zwei ETFs drauf. Ihr habt auch noch auf die anderen ACWI Indizes, ETFs draußen. Und wir haben heute mal gesagt, wir picken uns mal den IMI Index raus. Ja. Vielleicht zum Start, stell doch mal kurz vor, was der Index denn liefert, was man, auf was man sich freuen kann, wenn man da investiert. Ja, sehr, sehr gerne. Also der ACWI IMI besteht tatsächlich, wenn wir mal erstmal die Buchstaben auseinander dividieren. Zum einen das ACWI steht für All Country World, das heißt für das gesamte globale Universum. Alle Länder sind enthalten, die wir sozusagen im Aktienmarkt kennen und finden. Und das IMI oder IMI oder IMI steht für Investable Market und hier sind sozusagen die gesamte Marktkapitalisierung enthalten. Das heißt, viele Standardindizes, die haben nur die großen und die mittleren Unternehmen und lassen sozusagen die Small Caps in der Regel außen vor. Und das ist eben das Tolle am Konzept des IMI oder hier dann eben am ACWI IMI, dass wir auch Small Caps mit in dem Indexkonzept haben und somit eigentlich den einzigen Index, der den gesamten globalen Aktienmarkt abbildet. Das sind in Summe, wenn man sich die Aktien mal in der Anzahl anschaut, über 9000 Einzeltitel, die wir hier im Index haben. Und damit quasi 99% der gesamten Marktkapitalisierung in einem Indexkonzept vereinen. Und das ist das Schöne. Das heißt, wenn Investoren besonders langfristig sparen wollen und sich keine Gedanken machen wollen über, nehme ich jetzt Small Caps mit rein oder raus, dann nehme ich einfach sozusagen den Gesamtmarktindex, den ACWI IMI und habe alles drin und kann ruhig schlafen. Das Lustige, weil du es so gesagt hast, wenn man ruhig schlafen will, ja. Die große Frage, die ich mir ja manchmal stelle oder beziehungsweise wo ich auch, wenn ich so Kommentare auf unserem Kanal höre, ist, sagen die Leute ja immer, ja, ist es denn wirklich so einfach? Also reicht es wirklich ein einziger ETF? Da bin ich du hast gesagt, rund 9000 Aktien investiert und gut ist es? Ja, tatsächlich ist das sozusagen das Einzige, was man bräuchte. Damit kann man nicht nur ruhig schlafen, sondern damit habe ich eben die sogenannte Welt-AG. Das bedeutet, ich investiere weltweit in alle Unternehmen und zwar marktkapitalisierungsgewichtet und habe natürlich das höchste Gewicht in den Unternehmen, die am größten sind, die die höchste Marktkapitalisierung haben, die auch den meisten Gewinn erwirtschaften. Und das macht ja Sinn, die auch am höchsten zu gewichten. Und tatsächlich ist das sozusagen dadurch, dass wir über 9000 Einzeltitel im Index haben, alles, was ich benötige, um wirklich langfristig Vermögen aufzubauen. Damit habe ich wirklich alles an großen, mittleren und kleinen Unternehmen, die es gibt weltweit. Und ich bräuchte theoretisch und praktisch nichts weiter. Das Einzige, was ich sozusagen, wenn ich jetzt nicht ganz so langfristig orientiert bin oder etwas risikoaverser bin, dann könnte ich mein Portfolio zusätzlich mit einem, ich sag mal, sicherheitsorientierten Baustein aus Anleihen optimieren. Das wäre das Einzige. Aber wenn ich langfristig für die Altersvorsorge, ich sag mal 20, 30 Jahre oder noch länger spare, dann brauche ich nur den globalen Aktienmarkt. Und die ETFs, die ihr da draußen habt, die sind ja auch relativ günstig, ne, mit 0,17%, wenn ich es richtig immer aufgeschrieben habe. Genau. Da hat man ja dann eigentlich wirklich eine sehr einfache Variante, relativ kostengünstig. Ja, und jetzt gibt es aber natürlich ein paar Kritiker wahrscheinlich auch, die dann sagen, ja gut, es ist halt eine Standardmischung. Du hast es schon gesagt, die Marktkapitalisierung. Da hat man vielleicht auch Klumpen dann drin, da kommen wir nachher dann nochmal drauf. Wenn man jetzt mal zurückschaut und vielleicht das auch mal im Vergleich zu anderen Anlageklassen sich mal den Index anschaut, wie hat er sich denn in den letzten Jahren oder seit Auflage geschlagen? Ja, ja. Also wir können zurückschauen über die letzten 20 Jahre. So lange gibt es den Index und haben wir auch eine interessante Grafik mitgebracht. Und da sieht man, dass über die letzten 20 Jahre oder ein bisschen mehr als 20 Jahre, 21 sind es genau in der Grafik, hat der Index deutlich über 500% Wertzuwachs erzielt. Das heißt, mein investiertes Kapital über die letzten 20 Jahre hat sich verfünffacht. Und das ist ein enormer Wertzuwachs. Wenn wir das mal auf die per Anno-Rendite zurückrechnen, dann sind das 9%. 9% hat der Index über die letzten 20 Jahre erwirtschaftet. Und wenn wir das vergleichen mit den anderen beiden wichtigsten Anlageklassen, zum Beispiel Anleihen, dann gibt es hier einen deutlichen Abstand. Anleihen haben in diesem gleichen Zeitraum, also etwas mehr als 20 Jahren, nur ca. 80% an Gesamtrendite erzielt. Das ist, ich sag mal, im Vergleich deutlich weniger. Wenn man das auf per Anno-Renditen herunterbrechen möchte, dann sind das gerade mal 2,3%. Mhm. Und bei den Rohstoffen ist es noch weniger. Mhm. Wir haben nur 20% über 20 Jahre an Gesamtrendite erwirtschaftet. Das heißt, die per Anno-Rendite, die liegt unter 1%, die ist bei 0,5, 0,6%. Also das Rohstoffinvestment war wirklich wenig erträglich. Da gab es eine Menge Volatilität und Auf- und Abwärtsphasen, aber über 20 Jahre betrachtet kaum eigentlich einen attraktiven Wertzuwachs. Und bei Anleihen hatten wir eben auch ein Niedrigzinsumfeld natürlich, was eigentlich ja positiv war für die Anleihenkurse zumindest, ja. Für die Zeit, wo sozusagen die Zinsen fielen, aber jetzt sind wir ja ein paar Jahre weiter. Mhm. Jetzt haben wir sozusagen auch die steigenden Zinsen gehabt und das war natürlich eher negativ für den Anleiheinvestor und dadurch hat er eben auch diesen ganzen Zyklus mitgemacht und mit den steigenden Zinsen gingen dort eben auch die Kurse nach unten und das hat dazu geführt, dass wir, wie gesagt, über die letzten 20 Jahre nur bei 80% sind. Wenn man mal zurückschaut über die letzten 10 Jahre, dann wären wir sogar negativ bei Anleihen gewesen. Wenn man sich jetzt den Chart aber anschaut, dann sieht man natürlich auch so ein paar starke Einbrüche. Also klar, Corona, den starken Einbruch, jetzt die letzten Wochen war es auch ein bisschen tougher an der Börse. Dann 2008, 2009, so Finanzkrise, hatten wir auch stärkere Einbrüche, die teilweise ja dann auch schon 50%, sowas in der Range, würde ich mal sagen, waren. Ja. Wenn man jetzt die jüngsten 10 Jahre anschaut, ich habe da kürzlich auch mal ein Video dazu gemacht und das dann mal mit dem MSCI World vergleicht, der also nicht die Schwellenländer drin hat, der ist natürlich deutlich besser gelaufen als die Schwellenländer. Also wäre ja eigentlich ein Investment in den MSCI World noch besser gewesen sozusagen von der Rendite, weil ich eben die bremsenden Schwellenländeraktien nicht hatte. Ja. Nicht nur die bremsenden Schwellenländer, tatsächlich auch die Small Caps waren jetzt im ACWI IMI die letzten 10 Jahre nicht positiv beitragend. Aber wenn ich weiter zurückschaue, weil ich sag mal, 10 Jahre ist eine lange Zeit, aber für die Aktienmärkte, um wirklich, ich sag mal, mit einem hohen Maß an Sicherheit zu investieren, ist das eigentlich so das Mindeste, was ich an Zeit mitbringen sollte. Wenn ich 10 Jahre oder länger investiere, dann kann ich mit gutem Gewissen sagen, dann sollten Aktien in der Regel eine positive Rendite erwirtschaften und in der Regel besser laufen als andere Assetklassen, also als andere Anlageklassen wie Anleihen oder Rohstoffe. Und ja, wenn ich das jetzt sozusagen über die letzten 10 Jahre vergleiche, da gibt es fast nichts, was besser gelaufen ist als Technologie in den USA. Und der MSCI World hat natürlich das höchste Gewicht in genau diesen Unternehmen, nämlich in den USA, weil er ja nur auf die entwickelten Märkte, auf die sogenannten Industriestaaten setzt. Und der ACWI IMI hat eben mit Emerging Markets und auch mit Small Caps eine deutlich breitere Aufstellung. Das hat sich über die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre oder auch 100 Jahre, wir können sehr, sehr lange zurückschauen, hat sich das ausgezahlt, Small Caps zu halten und auch den gesamten Markt zu investieren. Denn wir wissen ja heute nicht, sind die nächsten 10 Jahre nicht vielleicht Jahre, wo China oder Indien deutlich stärker wächst, beziehungsweise die Unternehmen in diesen Ländern. Und es wäre schade, wenn ich dann eben nicht an dieser Entwicklung partizipiere. Also diese aktive Wette einzugehen, zu sagen, ich setze jetzt nur auf die Industrieländer, die kann durchaus auch nach hinten losgehen. Jetzt haben wir die letzten 10 Jahre sozusagen die Phase gehabt, wo das der Fall war, aber vielleicht sind die nächsten 10 Jahre ja die Phase, wo dann Schwellenländer und vielleicht Indien als ein sehr attraktives, wachstumsstarkes Land die Nase vorne haben. Und die hätte ich dann komplett außen vor und würde sozusagen vielleicht in den nächsten 10 Jahren ja schlechter laufen. Ich kann mich an so ein paar Kommentare erinnern auf meine letzten Videos und da ging es dann auch immer so in die Frage, ist denn die Ländertrennung, ist die überhaupt denn noch realistisch in einer globalen Welt? Ja, weil also zum Beispiel jetzt Apple, nehmen wir das mal als Beispiel, die sind ja auch in China aktiv. Ja, es ist aber als amerikanisches Unternehmen in den Industrieländerindizes vertreten. Das vermengt sich ja auch alles sehr stark. Ne? Das ist genau der Punkt. Und das ist eben diesen Fehler, den viele Investoren machen, wenn sie sich jetzt beispielsweise Ländergewichtungen anschauen. Wir kommen ja auch gleich noch dazu. Aber natürlich haben wir dadurch, dass sich eben die Technologieunternehmen, die Brutstätte war eben Microsoft in der Garage und Apple, die in der Garage da angefangen haben, an Computern zu tüfteln. Und das sind heute Weltkonzerne. Da ist eben das Zentrum dieser ganzen Entwicklung. Und somit habe ich auch das Know-how da und die Weiterentwicklung. Da ist eben das Zentrum. Aber das heißt ja nicht, dass die Umsätze dieser Unternehmen auch nur in den USA erzielt werden, sondern ganz im Gegenteil, wie du richtig sagst. Das sind ja global agierende Unternehmen, die machen einen Teil ihres Umsatzes in den USA, aber einen großen Teil auch im Rest der Welt. Und ganz interessant, wenn man sich beispielsweise mal nicht die reine Ländergewichtung anschaut, sondern die Gewichtung des Umsatzes, dann ist das Bild eigentlich nahezu identisch wie vor 20 Jahren. Also das bedeutet, wenn wir vor 20 Jahren den ACWI IMI anschauen, da sehen wir, da hat USA ein Umsatzgewicht von ca. 40%. Wenn wir heute reinschauen, reine Umsatzgewichtung der Unternehmen, sind wir bei 44%. Also USA-Gewicht rein vom Umsatz betrachtet hat sich kaum verändert. Natürlich, wir haben eine Veränderung bei den Unternehmen gehabt und die sind eben in den USA ansässig. Aber die Umsätze sind nahezu gleich verteilt wie vor 20 Jahren. Ja, schauen wir doch am besten mal so die Länderverteilungen an. Du hast es schon angesprochen, da haben wir auch eine Grafik mitgebracht. Da sieht man jetzt seit 2007, wie sich sozusagen die Länderanteile in dem Index verschoben haben. Was kannst du dazu sagen? Vielleicht führen wir uns doch mal durch. Ja, sehr, sehr gerne. Also das, was wir eben schon angesprochen haben, ist eben, dass wir uns aktuell in einem großen Innovationsschub Richtung Digitalisierung, IT und jetzt zuletzt auch AI befinden. Und das sind natürlich die Unternehmen, die gerade besonders viele Gewinne erwirtschaften. Und das spiegelt sich letzten Endes in der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen wider. Und die sitzen eben interessanterweise, wie wir es gerade auch festgestellt haben, überwiegend in den USA. Sodass tatsächlich, wenn man sich das historisch anschaut, das sind jetzt knapp 20 Jahre, auf die wir schauen, haben wir quasi eine Veränderung innerhalb der Länder. USA hat von etwas mehr als 40%, das müssten 41, 42% sein, einen Zuwachs bekommen zu 62%. Also USA-Gewicht liegt aktuell bei 62%. Die sind also absolut im Lead hier und haben deutlich gewonnen an Anteil zu Lasten von vielen anderen Regionen, eigentlich allen anderen Regionen, aber besonders kann man mit Sicherheit nennen Europa und auch Japan, auch Großbritannien, die viel stärker in den traditionellen Industrien unterwegs sind. Wir alle wissen auch die deutsche Industrie, automobillastig. Das ist eben das, was die letzten Jahrzehnte nicht mehr so stark gewachsen ist. Das Zeitalter der Mobilisierung liegt, ich sag mal, 30, 40, 50 Jahre zurück. Da war der große Hype und der große Boom. Und jetzt hat sich das gesettelt. Alle haben ein Auto, vielleicht sogar schon ein zweites. Und dementsprechend haben eben diese Regionen durchaus stärker abgegeben. Aber es ist spannend, weil wenn man jetzt mal überlegt, wie wird sich in den nächsten 20 Jahren weiterentwickeln und verändern, vielleicht kommt ja da irgendeine Region um die Ecke, die vielleicht dann die Vorherrschaft von dem amerikanischen Technologiemarkt auch irgendwie, wie soll ich sagen, reduziert. Ich meine, man sieht es ja auch teilweise in Unternehmen wie jetzt zum Beispiel Intel, die sind ja auch sehr stark gefallen. Wenn man das jetzt mal als Beispiel nehmen würde für einen Technologiebereich oder Sektor in Amerika, da sieht man ja, wie schnell dann eigentlich auch Werte verschwinden können. Ja, das ist ja das Tolle an Indexkonzepten grundsätzlich und ganz besonders natürlich am ACWI IMI, dass ich eben die Welt AG, alle Unternehmen der Welt in einem Index vereine und die dann nach Marktkapitalisierung gewichte. Das bedeutet, ich bin auch in allen zukünftigen Trends von Anfang an dabei, unabhängig in welchem Land die sozusagen passieren oder ob die Unternehmen noch klein sind. Ich bin sozusagen von Anfang an dabei und nehme diese komplette Entwicklung, den kompletten Zyklus vielleicht einer neuen Technologie oder eines neuen Evolutionsschubs, nehme ich voll und ganz in dem Indexkonzept mit und kann ruhig schlafen. Ich kann mich zurücklehnen, ich brauche mich um nichts kümmern, sondern ich bin immer automatisch durch die Market-Cap-Gewichtung natürlich an den größten Unternehmen beteiligt, mit dem stärksten Gewicht und dann den kleinen auch, aber mit einem kleineren Gewicht und partizipiere. Es wird in dem Aktienmarkt immer zu Übertreibungen kommen. Das heißt, wir haben einfach, das ist die Natur des Aktienmarktes und die Natur des Menschen, wir haben Übertreibungen nach oben und nach unten. Da gibt es mal Angst und die Risiken überwiegen teilweise bei Anlegern. Und da fällt der Markt etwas stärker, als er wahrscheinlich tatsächlich sollte und tatsächlich auch wert ist. Und genauso gibt es Übertreibungen nach oben. Aber die können wir eben als Anleger nicht timen. Es gibt kein Modell, es gibt auch keinen Menschen, der das bisher die letzten 100 Jahre geschafft hat. Von daher, das Einzige, was wir wissen, ist, dass langfristig Aktienmärkte global die beste Anlage versus andere Anlageklassen. Und deswegen lohnt es sich eben langfristig in den Aktienmarkt zu investieren und da bietet ein breiter, diversifizierter Index wie der ACWI IMI die beste Option. Warum glaubst du denn, dass so viele Anleger, gerade Privatanleger, immer den MSCI World als Index nehmen und nicht jetzt zum Beispiel den ACWI, IMI oder nur den ACWI? Weil es ja eigentlich viel naheliegender zu sagen, okay, ich investiere wirklich in die ganze Welt. Aber nein, wenn man sich die Ranglisten bei Sparplänen und so weiter anschaut und auch die Assets, also wie viel Geld in den ETFs investiert ist, ist alles immer MSCI World. Ja, ich glaube, dass es letzten Endes einfach dem geschuldet, dass natürlich der MSCI World der bekannteste Index ist und auch über viele, ich sag mal, Jahrzehnte ist vielleicht zu viel, aber über die letzten 10, 15 Jahre wirklich sehr etabliert als Index und auch als ETF-Angebot zur Verfügung war und auch sehr kosteneffizient zur Verfügung stand, während wir in dem ACWI IMI als Spider, als Anbieter des ETFs, ja, der einzige Sinn, der diesen Index repliziert, den gibt es also tatsächlich nicht von anderen Anbietern. Wir sind der Einzige, der sozusagen so ein Gesamtmarktindexkonzept anbietet. Und wir haben ja erst vor, ich sag mal, ein bisschen mehr als einem Jahr den Preis gesenkt auf ein Niveau, wo wir sagen, da ist das jetzt auch wieder attraktiv und da ist es ein attraktives Investment. Vorher waren wir eben auch ein bisschen zu teuer in dem Indexkonzept. Und dadurch, glaube ich, haben wir eben noch nicht diese Marktdurchdringung und diese Bekanntheit wie der MSCI World, aber alle Investoren, die sich mit dem Konzept globale Aktienmärkte oder Welt-ETFs beschäftigen, die sollten eigentlich relativ schnell erkennen, ja, wenn ich einfach die ganze Welt kaufe und da keine Unterscheidung mache zwischen Industriestaaten und Schwellenländern oder großen, mittleren und kleineren Unternehmen, sondern die ganze Welt, dann habe ich das bestmöglichste Investment und kann am ruhigsten schlafen. Ist aber auch wahrscheinlich eher mehr für Privatanleger, oder? Wie ist das Feedback, was ihr bekommt? Weil so ein klassischer Vermögensverwalter, der will ja dann doch wahrscheinlich so ein bisschen da den Markt und dann den Markt ein bisschen an den Schrauben selber drehen, ja, und dann einzelne ETFs nehmen. Das ist ja seine Daseinsberechtigung, dass er sich sozusagen, ich sag mal, anmaßt, besser zu sein als der Markt. Die Historie zeigt, dass es nur ganz wenige tatsächlich schaffen, aber er möchte natürlich einen bunten Blumenstrauß an unterschiedlichen Investments dann gegenüber seinen Kunden im Portfolio haben und daher in der Regel bei professionellen Investoren wird in der Regel die Region einzeln abgebildet und da habe ich dann eben USA, Europa, Japan, den Einzelbaustein und auch Schwellenländer und dann versucht ein Vermögensverwalter durch Über- oder Untergewichtung eben besser zu sein als der Markt. Man kann sich das in Multi-Asset-Fonds sehr schön und transparent anschauen über die letzten 10 Jahre und da gibt es sehr, sehr wenige, die über 10 Jahre damit Erfolg hatten. Ja, ich glaube, der Schlüssel ist wahrscheinlich auch für einen Privatanleger, der auch gangbar ist, zu sagen, okay, ich habe hier so einen marktbreiten ETF für die Aktienquote und dann kann ich an der Aktienquote, also sprich, ob ich jetzt 100% in Aktien oder mal vielleicht 50 bin, wenn ich an diesem Verhältnis sozusagen Entscheidungen treffe, dann kann ich ja auch ein bisschen das Risiko steuern, ohne jetzt in einzelne Märkte unterschiedlich die Aktien zu gewichten. So ist es richtig. Das ist genau die Möglichkeit, die ich als Investor habe und auch nutzen sollte. Das heißt, in Abhängigkeit von, ich sag mal, meinem Alter und dem Bedarf, dieses Geld dann auch irgendwann zu verwenden und auszugeben, beispielsweise ich spare für die Altersvorsorge, dann kann ich natürlich in den ersten Jahren 100% Aktienquote ganz sicher verkraften, aber wenn ich dann 55 bin oder 60, dann wäre es nicht so intelligent, noch 100% Aktienquote zu haben, weil wie du auch vorhin gesagt hast, der Aktienmarkt 2008 ist um nahezu 50% eingebrochen. Der hat sich nach 2 Jahren wieder komplett erholt gehabt. Aber das ist natürlich, wenn man da seine ganze Altersvorsorge auf einmal um 50% zusammenschmelzen sieht, das muss man schon verkraften können. Und da ist es einfach sinnvoller, dann ein Portfolio zu konzipieren, wo ich eben sicherheitsorientierte Anleihen beimische zu einem gewissen Prozentsatz. Ne? Und das kann jeder und sollte jeder für sich selbst entscheiden. Sind das erstmal 20%, weil ich noch am Anfang bin, oder sind das dann schon 30, 40, 50%? Oder wenn ich sage, ich brauche eigentlich dieses Geld in den nächsten 5 bis 10 Jahren auf, ne? Dann fahre ich vielleicht sogar auf 60 oder 70% Anleihenquote hoch. Mir ist gerade, als du das so erklärt hast, eingefallen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und ihr seid ja in unserem, also dieser SPDR ACWI IMI ETF, der ist ja in unseren extra ETF Weltportfolios der Kernbestandteil für die Aktienquote. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Das freut uns natürlich sehr. Das haben wir jetzt nicht geändert. Da war vorher ein anderer drin, aber wo jetzt die Gebühren gesenkt haben, ist der sozusagen stellvertretend für die Aktienquote enthalten. Und da haben wir ja extra ETF-Weltportfolio 190, 80, 70 und so weiter. Ja. Das sind immer 2 ETFs, einmal der SPDR ACWI IMI und dann haben wir noch einen globalen Anleihen-ETF. Da weiß ich jetzt leider nicht mehr genau, von wem der ist. Findet man aber auf der Webseite, verlinke ich auch am besten. Und da ist ja genau die Idee, dass wir einfach zeigen wollen, wie verhält sich denn ein Portfolio, wenn man das jetzt mit unterschiedlichen Aktienquoten bestückt. Und wir nehmen diese Portfolios ja auch so ein bisschen als Benchmark gegen die Robo-Advisor. Wenn wir die einfach testen, dann gucken wir mal, ob die jetzt besser sind oder schlechter in ihrer jeweiligen Aktienquote. Weil das ist ja im Endeffekt die einfachste Variante, die ein Privatanleger machen kann. Ich nehme die globalen Aktien, Small, Mid und Large Cap, und dann mische ich mir noch eine Sicherheitskomponente mit dazu. Da haben wir jetzt auch noch bei uns alternativ einen Geldmarkt-ETF noch mit reingenommen. Da kann der Kunde so ein bisschen selber steuern. Könnte man auch im Tagesgeld machen, also wenn man da ein bisschen diszipliniert ist sozusagen. Genau, schauen wir uns doch vielleicht noch, weil da haben wir nämlich auch eine tolle Grafik, so, da kann man auch die Geschichte so ein bisschen der Märkte ablesen, eine weitere Grafik mitgebracht mit den Sektorentwicklungen. Da ist mir, da nehme ich kurz mal vorweg, ich hoffe, ich nehme jetzt nicht deine Antwort vorweg, aufgefallen, dass 2007, wo die Grafik beginnt, war der Finanzsektor sehr hoch gewichtet, war der größte. Ja. Jetzt ist es natürlich Informationstechnologie. Führ uns doch mal durch, weil April 2019 ist ja auch ein bisschen was passiert, sehe ich. Ja, absolut. Also, wir wissen, 2007, das war ein Jahr vor der Finanzkrise, und die Unternehmen, die da quasi am stärksten betroffen sind Finanztitel. Und das waren bis dato sozusagen 2007, 2008 wirklich die größten und wichtigsten Unternehmen global und haben das meiste Geld verdient. Und das hat sich über die letzten Jahre, also Finanzkrise war nicht der einzigste Auslöser, aber grundsätzlich gibt es da relativ wenig neues Wachstum und relativ wenige Impulse. Wir hatten aber auch einen Zyklus für Finanzunternehmen. Das war jetzt, ich sag mal, in den 80ern, 90ern wirklich die Finanzmärkte liberalisiert worden sind und deutlich mehr auch Handel ermöglicht worden ist bei Aktien, bei Anleihen und Fonds und sowas. Das ist ja alles erst entstanden in den 80er und 90ern. Da waren eben Finanztitel gefragt und waren groß. Und was wir sehen, ist, dass von 2007, wo wir 22% Anteil an Finanztiteln haben, die machen die größte Position 2007 aus, das ist deutlich geschrumpft. Ich meine Richtung 11%, also es ist nur noch ein relativ kleiner Anteil. Und dagegen haben wir jetzt bei den IT-Unternehmen, die waren 2007 nur auf Platz 3, wenn man sich die Grafik genau anschaut. Die haben ein Gewicht von 10% gehabt 2000, aber sie waren durchaus schon relevant, die gab es schon. Und das wissen wir, wir hatten ja auch schon 2000 einen großen Hype um das Thema Technologie und Digitalisierung. Die Unternehmen haben nochmal deutlich zugelegt. Die IT-Unternehmen machen heute das größte Gewicht aus mit 23% im Index. Das heißt, das sind die Unternehmen, die hier den Ton angeben, wo die stärksten Gewinne erwirtschaftet werden, wo die größte Marktkapitalisierung vorhanden ist. Und dementsprechend haben viele dieser Unternehmen auch das größte Gewicht. Wir kennen die Namen, ob Apple, ob Microsoft. Das sind die Unternehmen, die eben hier zu nennen sind. Und auf der anderen Seite, was man auch noch sieht, wenn wir nochmal einen zweiten Sektor uns anschauen, auch Energie. Das war, Energieunternehmen waren auf Platz 2 in 2007 mit ca. 11%. Und die sind, haben deutlich abgegeben auf 5%. Also auch diese ganze Thematik Energieversorgung, Energiekonzerne, die hatten mal einen großen Boom. Und wir hatten auch mal einen sehr hohen Ölpreis und Ähnliches. Das hat deutlich abgegeben und dementsprechend spielen die jetzt fast nur noch eine untergeordnete Rolle. Und was du ansprichst, 2019 gab es eben nochmal eine sektorale Neugewichtung oder Definition. Man hat eben nochmal unterteilt zwischen Unternehmen, die sich klassisch in der IT mit Hard- und Software beschäftigen und hat dann die Unternehmen, die auch sehr, ich sag mal, digital und softwareorientiert aufgestellt sind, aber doch eher Richtung Social Media unterwegs sind, die hat man als Kommunikationsdienstleister umbenannt und hat einen eigenen neuen Sektor aufgemacht. Und darin sieht man eben 2019 so Unternehmen wie Meta und Co. Was man aus beiden Grafiken eigentlich sehr schön sieht und dass es sehr dynamisch eigentlich ist. Also jetzt nicht jeden Tag springt es hin und her, aber so man sieht Trends und Entwicklungen. Und das ist ja eigentlich auch nochmal so ein bisschen ein Gegenargument, dass eigentlich wir bei ETF-Anlage immer von passiv investieren sprechen. Aber es ist ja eigentlich, ist es nicht wirklich passiv im Sinne von, ich kaufe einmal was und habe immer das, sondern es hat schon eine gewisse Dynamik. Ja. Es werden natürlich keine aktiven Handelsentscheidungen getroffen. Aber es ist schon ein lebendes Konstrukt, würde ich mal sagen. Ja? Ich möchte ein Beispiel sagen. Man könnte sagen, als Index-Investor ist man ein Trittbrettfahrer. Denn der Markt bewegt sich und es gibt noch genügend andere Akteure im Markt, die Aktien entsprechend auch als Einzeltitel kaufen oder verkaufen. Da gibt es zig einzelne Anleger, professionelle Anleger, Hedgefonds, Staaten. Da gibt es unglaublich viele und die bewegen eben den Markt. Und das führt dazu, dass Unternehmen eben auch mal höhere Bewertungen haben und entsprechend gefragter sind und andere auch nicht mehr so attraktiv erscheinen und abverkauft werden. Das macht ja nicht der Indexfonds oder der ETF. Der ist letzten Endes der Trittbrettfahrer. Der setzt sich einfach drauf und bildet das ab, was der Gesamtmarkt eben auch gerade denkt und widerspiegelt. Und das Schöne ist, dass die Märkte eben effizient sind. Das heißt, alles, was es an Informationen gibt, ist eigentlich innerhalb von Sekunden im Markt eingepreist. Und somit, das machen andere Akteure für einen und wir können extrem kosteneffizient für 0,17% jetzt daran partizipieren, ja, und brauchen uns um nichts zu kümmern, sondern wissen, das ist immer genau das richtige Investment und genau die richtige Allokation. Ja. Und wenn man versuchen will, da jetzt schlauer zu sein als der Markt, das hat in der Vergangenheit noch nie funktioniert. Entweder ich versuche das mit einzelnen Anlageklassen und sage, ich investiere jetzt vielleicht doch stärker in andere Sektoren. Dann ist es häufig so, dass wenn so ein Sektor gehypt ist, ist meistens dann schon auch die Bewertung enorm hoch. Und dann, wenn Investoren da reingehen, ist es häufig doch nicht sehr erträglich gewesen. Das zeigen auch Studien, dass gerade wenn dann Fonds und ETFs auf gewisse Themen aufgelegt werden, ist das eigentlich nicht mehr so erträglich, wie einfach nur den Gesamtmarkt zu erwerben. Und das sollte man sich immer vor Augen führen, dass man als Mensch eigentlich nicht besser sein kann als der Markt. Der Markt ist effizient und somit kaufe ich einfach den gesamten Markt, kann mich zurücklehnen, kann ruhig schlafen und müsste mich auch tagtäglich gar nicht mit Börsen und anderen Themen beschäftigen. Mir fällt auch noch ein weiterer Punkt ein. Es gibt ja noch auch so ein beliebtes Produkt, da ist der Name schon ein bisschen besser, All World von FTSE, bei Privatanlegern auch sehr beliebt. Ja. Wie unterscheiden sich jetzt ETFs auf den FTSE All World zu dem ACWI IMI? Ich nenne es immer ACWI IMI, du nennst es ja API. Ja. Es gibt, wie wir festgestellt haben, viele Bezeichnungen. Genau. Also das ist relativ einfach. Und zwar ist auch der FTSE All World ein Standardindex. Und Standardindizes von MSCI und auch von FTSE beinhalten immer große und mittlere Unternehmen, Large und Mid Caps. Bei MSCI ist die Definition von großen und mittleren Unternehmen so, dass sie eben 85% ausmachen des gesamten investierbaren Universums, also der Market Cap, der Marktkapitalisierung. Bei FTSE dagegen sind die großen und mittleren Unternehmen in der Definition 90% des investierbaren Universums. Das heißt, in einem Standard-MSCI-Index-Konzept, beispielsweise dem ACWI oder ACWI, den gibt es ja auch, haben wir 85% des gesamten investierbaren Marktes. Da machen die Small Caps sozusagen 15% aus, die ich dann nicht hätte. Bei FTSE ist es so, dass in der Definition eben 90% große und mittlere Unternehmen sind. Das heißt, ich kaufe mit einem Standard-FTSE-Index, egal ob All Country oder auch nur Europa, Da kaufe ich immer 90% des investierbaren Marktes und lasse außen vor, dann bei FTSE in dem Fall 10% des investierbaren Marktes, was bei FTSE eben die Definition für Small Caps sind. Die haben eben 10% Definition und bei MSCI sind es 15%. Okay. Das heißt, ne, wir haben in den klassischen Indexkonzepten, egal ob FTSE oder MSCI, in der Regel immer nur große und mittlere Unternehmen. FTSE definiert das ein wenig anders und geht noch einen Tick tiefer sozusagen in die Market Cap, aber ich lasse eigentlich in allen Standard-Index-Konzepten die Small Caps außen vor. Das habe ich nur mit dem IMI oder mit den IMI-Konzepten von MSCI. Da habe ich dann wirklich das gesamte investierbare Universum und 99% des Marktes wirklich abgedeckt. IMI-Konzepte gibt es ja auch noch für andere Märkte. Auch da gibt es für Europa oder Emerging Markets IMI-Konzepte. Und da habe ich dann eben wirklich auch die Small Caps komplett mit drin und 99% des Marktes. In dem ACWI IMI ist es eben der gesamte globale Aktienmarkt. Das sind dann 70% Large Caps, 15% Mid Caps, 14% Small Caps, das sind dann diese 99%, ganz die du angesprochen hast, und 1% wären dann noch Micro Caps, so ganz kleine Gesellschaften. Das sind die, die durch den Liquiditätsraster fallen. Das heißt, MSCI hat gewisse Mindestanforderungen an Aktienunternehmen, was die Handelbarkeit und die Liquidität angeht. Und so gibt es ja auch Märkte und Länder, die gar nicht in der Allokation drin sind, obwohl es da, sag mal, Nigeria ist ein Markt, da gibt es ein paar Aktien, aber die sind so illiquide und so schwer zu handeln, dass MSCI sagt, zu Recht, by the way, die lassen wir außen vor, die kommen hier bei uns noch nicht in das Indexkonzept mit rein. Und das ist gut, dass es diese Liquiditätsanforderungen gibt, weil Liquidität ist wichtig, um Preisfeststellung und auch jeden Tag eine Handelbarkeit zu haben. Und wenn die nicht gegeben ist oder der Handel so teuer ist, dann macht es auch für Investoren wenig Sinn. Von daher ist es gut, dass dieses Liquiditätsmaß gibt. Und das legt eben diese 99% fest. Und das 1%, das sind die, ich sag mal, illiquidesten Aktien, die wir so auf der Welt haben. Aber eigentlich ist es schon ein bisschen von der Namensgebung her verwirrend, oder? Also der World, der suggeriert, dass es die Welt ist, der liefert nur Industrieländer. Der All World, der so auch suggeriert, dass es die Welt ist, liefert zwar die All World, aber nicht die Small Caps. Und der ACWI IMI, der sozusagen eigentlich das wirklich liefert, was man will, alles in aller Breite, der hat so einen komplizierten Namen. Eigentlich müsste der einen viel einfacheren Namen haben. Der müsste eigentlich Word heißen. Das wäre tatsächlich die richtige Namensgebung für den und die anderen. Denen fehlt eigentlich genau dieser Beisatz beim MSCI World. Es ist nämlich nicht die Welt, sondern es ist nur die Industriestaaten und zwar nur große und mittelgroße Unternehmen. Aber das wäre zu lang wahrscheinlich für eine Namensgebung eines Index und eines ETFs. Deswegen hat man den, warum auch immer, World genannt. Bei anderen Indexanbietern dann heißen die Konzepte zumindest Developed World, ne, also für Industriestaaten stehen. Aber MSCI hat den eben damals World genannt. Und vielleicht ist das auch mit der Grund, du hast ja vorhin gefragt, warum ist der so beliebt? Vielleicht hat man früher eben den Namen gesehen, gedacht, oh, da ist ja die ganze Welt, MSCI World. Da investiere ich und vielleicht gar nicht so genau gewusst, dass da ja nur die Industrieländer sind und nur die großen und mittleren Unternehmen dieser Industrieländer. Ich hatte kürzlich irgendwo auf LinkedIn auch einen Post gesehen. Ich muss mal gucken, ob ich den noch finde, dann blende ich den mal mit ein. Da gab es auch eine Betrachtung des MSCI World über einen sehr langen Zeitraum und da gab es eine Phase, ich meine, das waren auch so 10, 15 Jahre, wo der wirklich gar keine Rendite gebracht hat, also starke Schwankungen, aber keine. Und dann die anderen 15 Jahre, wo man die vorhin schon angesprochene starke Performance hatte. Das ist schon auch, sagen wir mal, ein Risiko, was glaube ich, viele auch ausblenden, weil man schaut da einfach in den Rückspiegel, da sieht man aber nicht so lange zurück und man sieht einfach nur, boah, 10, 15 Jahre, da gab es eine richtig gute Performance. Ähnlich auch beim S&P 500, da gibt es ganz oft Kommentare, die sagen, ich brauche nichts anderes, mach S&P 500, da habe ich meine, keine Ahnung, 12% pro Jahr. Ist halt immer, also ist ja nicht falsch, ne? Ist ja eine richtige Aussage, die da getroffen wird, aber es ist halt wirklich die Frage, ob das stellvertretend für die nächsten 15 Jahre ist. Genau. Das ist das Entscheidende, dass wir, wenn wir jetzt eben nur den S&P 500 Index kaufen, gehen wir eine sehr aktive Wette ein. Nämlich darauf, dass in den nächsten 10 Jahren die größten Unternehmen in den USA auch die erfolgreichsten sind. Das kann aber heute mit Sicherheit niemand sagen. Da bräuchten wir eine Glaskugel und die haben wir alle nicht. Und das Einzige, was man wirklich mit Sicherheit sagen kann, und das ist wissenschaftlich über 100 Jahre jetzt nachvollziehbar und belegt, ist, dass die Aktienmärkte in Summe, die globalen Aktienmärkte langfristig die beste Rendite abwerfen, besser als Anleihen und Rohstoffe. Und alles andere ist sozusagen, ich nenne es mal Market Timing. Man versucht sozusagen schlauer zu sein als der Markt. Das funktioniert für eine gewisse Zeit und wir Menschen neigen dazu, wenn das mal funktioniert hat, dann maßen wir uns an, zu glauben, wir können das immer und immer wiederholen. Aber das funktioniert nur so lange, bis es eben nicht mehr funktioniert. Und so sind alle, die sich etwas länger an den Börsen bewegen, sich dessen bewusst, dass keine Garantie gibt, wenn man 2-3 Mal richtig gelegen hat mit so einer Entscheidung, die nächsten 2-3 Male nicht falsch legen kann. Und unterm Strich, wenn man 10-mal so eine Entscheidung trifft, dann gibt es genau den Durchschnitt, dann liegt man 5-mal richtig und 5-mal falsch. Das ist wie ein Münzwurf. Das kann man machen, wenn man Spaß daran hat. Sollte man vielleicht nicht mit so viel Prozent seines Vermögens machen, aber man kann es auch lassen und einfach die ganze Welt kaufen im ACWI IMI. Und für diejenigen, die sagen, Mensch, ich treffe aber gern solche Entscheidungen, das ist ja durchaus nachvollziehbar, dass die Börse auch einen gewissen Reiz hat und dass es auch ganz interessant sein kann, sagen, Mensch, ich glaube, jetzt gibt es einen Sektor, der wird die nächsten Jahre überdurchschnittlich sich entwickeln und da kann ich noch ein paar Prozent mehr erzielen, als wenn ich nur den breiten Markt kaufe. Ja, dann mach das gerne, mach es mit einem kleinen Teil deines Vermögens, nimm dir da sozusagen 10% oder 20% des gesamten Depots und sag, das ist mein, ich sag mal, aktiver Teil, mein Spielgelddepot oder wie auch immer. Und da kann man dann durchaus auch solchen Trends und Themen oder sagen, jetzt glaube ich eben stärker an die USA, kann man dem nachgehen. Aber der Großteil und gerade das, was besonders langfristig angelegt ist für das Thema Altersvorsorge möglicherweise, der sollte möglichst breit und diversifiziert angelegt sein. Und nochmal ausgeholt, Diversifikation ist eines der wichtigsten Elemente, die wir eben im Kapitalmarkt, sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen haben. Ich kann nicht das Marktrisiko wegdiversifizieren. Also Aktienmärkte haben eben eine gewisse Volatilität, diese Übertreibungen und Schwankungen und Ausschläge nach oben und nach unten. Das kann ich nicht wegdiversifizieren. Aber was ich wegdiversifizieren kann oder minimieren kann, ist das Einzeltitelrisiko. Das Risiko von einzelnen Unternehmen. Und beispielsweise im MSCI World habe ich ein Gewicht von Microsoft von nahezu 4,5%. Das ist jetzt auch nicht ultra viel, aber es ist schon ganz ordentlich. Da habe ich eben nur Industriestaaten und keine Small Caps mit drin. Wenn ich mir das jetzt im ACWI IMI anschaue, habe ich in Microsoft nur noch ein Gewicht von 3,5%. Dadurch, dass ich viel breiter aufgestellt bin, ich habe noch die Small Caps. Da würde ich jetzt sagen, das ist ja gar nicht so viel weniger, aber ich habe halt in der Summe, wenn das jetzt bei allen Aktien etwas weniger ist, in der Summe ist es. In der Summe macht das eben, es reduziert mein Einzeltitelrisiko und es gibt kein Konzept, was das dann noch breiter diversifiziert. Dann müsste ich in einen sogenannten Equal Weight gehen, aber das hat sich auch historisch bisher nicht als erfolgreich herausgestellt. Also die Marktkapitalisierungsgewichte, um die größten Unternehmen mit den größten Gewinnen am stärksten zu gewichten, ist das, was die letzten 100 Jahre am sichersten funktioniert hat, um diese Marktrendite, die Welt AG, tatsächlich optimal zu nutzen. Und dementsprechend habe ich mit dem ACWI IMI die beste Möglichkeit, breit zu diversifizieren und habe eben auch die Gewinner von morgen mit dabei, also die Small Caps, und habe eben nicht so ein hohes Klumpenrisiko. Natürlich habe ich die Großen auch am stärksten gewichtet, aber ich reduziere zumindest mein Klumpenrisiko auf das maximal Mögliche. Wenn wir uns jetzt den Chart von ganz am Anfang mit den Wertentwicklungen nochmal vor Augen führen, dann hat man ja auch gesehen, dass der Chart rechts oben steht, ja, also sehr weit oben. Ja. Es ist insgesamt nahe den Höchstständen, ist ein bisschen korrigiert und so, aber so vom Grundprinzip sind wir noch sehr weit oben. Wie würdest du denn jetzt da das sehen, wenn jetzt jemand neu einsteigen möchte und sagt, okay, warte ich mal eine Korrektur ab? Sind die günstig bewertet gerade insgesamt, diese Aktien? Das kann man ja dann auch ganz gut messen wahrscheinlich über die Zeit. Oder muss ich mir die Gedanken gar nicht machen? Wie würdest du das einschätzen? Ja. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und ich glaube, viele Investoren stellen sich immer wieder diese Frage, ist denn jetzt noch der richtige Zeitpunkt? Ist das nicht schon zu gut gelaufen? Wir wissen das nicht. Und es wäre falsch, wenn jemand sich anmaßt, das zu wissen und zu sagen, jetzt sind die Märkte zu hoch oder jetzt sind sie zu niedrig. Das kann eigentlich niemand auf der Welt sagen, mit Sicherheit. Weil morgen kann irgendwas passieren, das wir alle noch nicht wussten und es kann ganz anders aussehen. Sowohl nach oben als auch nach unten. Das heißt, das Einzige, was wir wissen, ist, dass die Aktienmärkte langfristig die bestmögliche Rendite abwerfen. Und es gibt keine Möglichkeit, das zu timen. In der Regel, wenn ich versuche, das zu timen, dann fahre ich damit schlechter. weil in der Regel agiere ich eben als Mensch so, dass ich Angst habe, wenn die Kurse fallen. Und die meisten haben jetzt in der Zeit, wo die Kurse etwas volatiler waren, möglicherweise auch eher reagiert mit Verkäufen. Und das ist ja genau das Falsche, ne? Eigentlich müsste ich immer, wenn es fällt, zukaufen, weil jetzt ist es ein bisschen günstiger, jetzt müsste ich entsprechend nachkaufen. Und das ist das, was wir eben überwinden müssen, diesen inneren Schweinehund, zu sagen, ich könnte jetzt schlauer sein als der Markt und ich kann quasi bei fallenden Kursen günstiger wieder einsteigen, aber ich weiß nie, wann ist der günstigste Kurs. Und deswegen die einzige sinnvolle Möglichkeit, langfristig Vermögen aufzubauen, ist, wenn ich wirklich langfristig dieses Potenzial der Aktienmärkte und der Welt AG nutze und an allen Unternehmen mich beteilige. Die erwirtschaften alle konstant Gewinn. Da gibt es auch mal eine Schwächephase, aus welchen Gründen auch immer. Und die muss ich eben durchstehen. Aber langfristig bin ich da einfach am attraktivsten aufgestellt. Und es gibt, wenn man sich das historisch betrachtet, wir haben über den ACWI IMI eine Rückrechnungsmöglichkeit über 20 Jahre. So lange gibt es den Index. Da gab es auch Zeiten, wo es ordentlich nach unten ging. Aber das Schlimmste, was sozusagen als Zeitraum passiert war 2008. Ne, wo man sozusagen vor der großen Finanzkrise, wenn man da eingestiegen wäre, dann hätte es 5 Jahre gedauert, bis ich tatsächlich 0 auf 0 mit einem positiven Ertrag auf meinem Depot wieder rausgegangen wäre, wenn ich rausgehen wollte. Aber das war sozusagen der schlimmste Zeitraum, 5 Jahre. Über die letzten 20 Jahre gibt es keinen schlechteren Zeitraum als 5 Jahre. Das bedeutet, wenn ich mir die letzten 20 Jahre als Beispiel nehme, wenn ich mehr als 5 Jahre Zeit mitbringe, idealerweise 10 Jahre, dann gibt es einfach nicht nur eine positive Rendite, sondern eine Rendite, die ist besser als andere Anlageklassen. Und das ist das Wichtige. Das ist, glaube ich, die Grundregel, die man als Investor beherzigen sollte. Es gibt keinen richtigen und keinen falschen Zeitpunkt. Ich kann die Märkte nicht timen. Ich sollte grundsätzlich, wenn Geld zur Verfügung ist, wenn ich sage, das will ich langfristig für 10 Jahre oder länger sparen, dann sollte ich es investieren. Und idealerweise mache ich eben das Ganze auch über einen Sparplan mit monatlichen Sparraten und in gerade, ich sag mal, der Ansparphase, dann habe ich einen sehr, sehr ruhigen Schlaf, weil wenn die Aktienkurse nach unten gehen, dann weiß ich, mit meiner monatlichen Sparrate kaufe ich jetzt günstiger ein, kaufe ich mehr Anteile an den einzelnen Aktienunternehmen und habe langfristig eben nach wie vor die bestmögliche Rendite, die der Aktienmarkt bietet. Wir alle wissen nicht, was die Aktienmarktrendite die nächsten 10 oder 20 Jahre ist. Die letzten 10 oder 20 Jahre lagen wir im ACWI IMI bei 9% pro Jahr. Ob das die nächsten 10 oder 20 Jahre auch wieder 9% werden, das wissen wir nicht. Es können auch nur 8 sein, es können auch nur 7 sein, es können auch nur 6 sein. Aber wir wissen, dass es keine andere Anlageklasse gibt, die besser ist als der globale Aktienmarkt. Und deswegen ist es am sinnvollsten, auch im globalen Aktienmarkt investiert zu sein. Einen Aspekt möchte ich noch kurz ergänzen, weil das hast du vorhin auch schon angesprochen. Das Thema mit der Aktienquote. Ja, ich glaube nämlich, die wenigsten Anleger machen sich da wirklich Gedanken, wie viel Geld will ich denn eigentlich in den Aktienmarkt investieren? Ja. Weil wenn ich das nämlich weiß, wenn ich zum Beispiel definiere, machen wir ein einfaches Beispiel, ich will immer 50% im Aktienmarkt investiert sein, weil wenn nämlich der Markt mal um 50% fällt, will ich mit meinem Gesamtvermögen nicht mehr als 25% verlieren, was ja dann die Folge wäre. Genau. Wenn ich diese Regel jetzt mal für mich definiert habe, dann habe ich in dem Moment auch eine Handlungsempfehlung sozusagen, wenn dieser Fall eintritt. Weil in der Konsequenz müsste ich dann nämlich sagen, oh, jetzt habe ich nur noch 25% Aktienquote und 75% in Anleihen oder in einem Festgeld. Ich muss jetzt investieren. Und dann ist es ja auch genau der richtige Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ja. Da hat man dann aber in der Regel keine Lust zu investieren, weil dann so schlimm die Medien und alle möglichen Leute schreiben drüber, dass der Aktienmarkt kaputt ist und die Wirtschaft einbricht und so weiter. Aber genau dann muss ich das ja tun. Und diese emotionale Frage oder Entscheidung zu treffen, die ist natürlich super schwierig. Aber wenn ich das dann eben über das Rebalancing mache und über die klar definierte Aktienquote, dann ist es vielleicht leichter, über diese Schwelle zu treten. Und das, finde ich, kommt immer zu kurz. Also ich sehe das in den ganz vielen Portfolio-Reviews, wo ich mache, da sieht man schon Ansätze, so Welt AG, viele wollen das selber nochmal machen. Dann sieht man auch oft dann so ein paar Beimischungen, vielleicht mal ein Themen-ETF oder so, was ja auch, wie wir schon gesagt haben, grundsätzlich okay ist. Aber ob dann in so einer Krise wirklich nachgekauft wird, Da bin ich mir dann nämlich nicht so sicher, weil man dann halt doch eher zu viel im Eisen hat. Die meisten Portfolios, die haben alle 100% Aktien. Ja. Das ist historisch, glaube ich, auch durch das Niedrigzinsniveau etwas stärker in den Portfolios ausgeprägt, als das vielleicht vor 10 Jahren der Fall war, weil viele sind eben in die ETFs und in die Aktienmärkte eingestiegen, wo wir Negativzinsen hatten. Also da hat es eben wenig Sinn gemacht, jetzt Anleihen mit aufzunehmen, obwohl es in der Theorie und der Praxis von der reinen Portfolio-Theorie zu sagen, ich will ein Portfolio konzipieren, wo ich mein Risiko maximiere. Das heißt, das, was ich persönlich als Anleger maximal aushalte, das möchte ich da drin reflektiert haben. Und wenn mein maximales Risiko, was ich aushalte, eben minus 15% ist, dann muss ich das Portfolio so konzipieren, dass ich im schlimmsten Fall, wenn die Aktienmärkte, das eben gesagt, 50% einbrechen, dass das für mich dann eben nur ein Minus von 15% bedeutet. Und dann brauche ich Anleihen, auch wenn die gegebenenfalls in den letzten Jahren eine negative Rendite erwirtschaftet hätten, weil das ist die einzige Möglichkeit, um letzten Endes ruhig schlafen zu können und dann eben das Portfolio so auszurichten, dass ich maximal minus 15% verliere. Und ja, bin ich absolut bei dir. Dass viele Investoren, glaube ich, eben diese Beimischung gerade von Anleihen eher nicht im Portfolio haben. Aber auf der anderen Seite gibt es noch einen weiteren Faktor. Man kann ja auch 100% Aktienquote haben. Da spricht ja nichts dagegen, wenn ich das Risiko aushalte und auch gleichzeitig, glaube ich, einen sehr langen Anlagehorizont habe. Ne? Wenn ich für das Thema Alter vorsorge und weiß, das ist die nächsten 30 Jahre. Monatlich gehen da 200 oder 300 € eben in meinen ETF, dann kann ich schon auch mit einer sehr hohen Aktienquote fahren, weil ich weiß, über die nächsten 20, 30 Jahre, ja, da wird es Rückschläge geben und Volatilität, aber da habe ich in der monatlichen Sparrate dann immer wieder auch meinen günstigen Nachkauf per Automatismus drinne und bin langfristig eben in der attraktivsten Anlageklasse. Da müsste ich mir eben irgendwann in den letzten 10 Jahren der Ansparphase dann Gedanken machen über eine Reduktion und dann anfangen, eben auch Anleihen beizumischen. Aber wenn ich halt nur in Aktien investiert bin, dann habe ich halt auch nie die Möglichkeit, wieder nachzukaufen. Richtig. Also beim Sparplan schon. Ich glaube, da muss man wirklich ganz unterschiedliche Lebenssituationen sehen. Jemand, der heute ganz normal anfängt mit von seinem Gehalt was wegzusparen, da macht das Sinn, ja, weil der über die regelmäßigen Sparzahlungen ja immer wieder nachkauft. Wenn jetzt aber jemand einen größeren Anlagebetrag hat, vielleicht gar nicht mehr spart, keine Ahnung, fällige Versicherung oder was auch immer, dann muss man da, glaube ich, dann schon ein bisschen anders denken, weil dann hat man ja schon das Problem. Ich finde auch noch einen Aspekt, weil im Finanzbereich tendiert man dann immer dazu, so Prozent, 30%, 50%, das ist alles richtig. Aber wenn man mal, ich sag mal, das ist einfach ein Unterschied, wenn ich 1 Million investiert habe und ich verliere 50% und 0,5 Million ist weg, ja, als wenn ich jetzt, sagen wir mal, 10.000 € investiert habe und 5.000 sind weg. Es ist für die jeweilige Person beides 50%, aber 5.000 € kann ich halt vielleicht auch wieder ran sparen über mein normales Einkommen. 0,5 Million, da muss man lang sparen für, ja. Also diese effektive Euro-Betrag, da finde ich, muss man sich auch nochmal auseinandersetzen, weil der ist wirklich für jeden nochmal unterschiedlich. Ja. Das macht einfach was mit einem. Ja. Vermögensaufbau und das andere ist Vermögenserhalt. Ne, dass ich eher, wo bin ich eher? Ne? Bin ich dabei zu sagen, in der Anfangsphase, Ansparphase, ich will Vermögen aufbauen und ich habe noch viel Zeit? Oder bin ich schon in der Phase, da habe ich schon ein gewisses Vermögen aufgebaut? Und da geht es mir auch darum, ne, dieses Vermögen durchaus zu erhalten und möglichst wenig davon zu verlieren. Und so passt sich dann eben genau richtig die Anleihequote auch an. Wir haben noch eine Grafik vorbereitet, die haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Die sollten wir noch mal ganz kurz draufschauen. Da sieht man nämlich das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis von allen Aktien oder von dem Index vielmehr. Und ja, man würde momentan vielleicht sagen, es ist ein bisschen über dem Durchschnitt. Ja. Aber nichts an der Aussage, die wir gerade getroffen haben letztendlich. Ja. Genau. Sondern wir jetzt nicht abhalten, da was zu kaufen. Das ist ja wieder diese Frage der Timing-Komponente. Genau. Schaffe ich es, da jetzt schlauer zu sein als der Markt? Und das ist grundsätzlich schwer. Ich glaube, die Grafik, die wir sehen, die zeigt einfach sehr schön, dass wir im historischen Durchschnitt nur ganz leicht über dem historischen Kurs-Gewinn-Verhältnis sind. Ja. Das liegt bei 16. Und wir sind jetzt aktuell im Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 17,5 und damit, ja, ich sag mal, ganz leicht über dem historischen Durchschnitt. Diese Phasen gab es auch schon in der Vergangenheit und die wird es immer wieder geben. Das ist aber nichts, wo man jetzt sagen müsste, dass wir viel zu teuer, dass diese Aktien jetzt viel zu teuer sind und dass man da auf keinen Fall investieren kann, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ja wiederum das Schöne an dem ACWI IMI-Konzept. Ich habe nämlich nicht nur die großen Megacaps, also die besagten Technologieunternehmen, sondern ich habe auch die deutlich attraktiver bewerteten Smallcaps mit drin. Mhm. Und dadurch balanciert sich auch hier wieder das Gesamtportfolio aus und ich habe auch in der Bewertung wieder eine Balance, die deutlich attraktiver ist, als wenn ich jetzt beispielsweise nur ein Technologie-ETF kaufen würde. Ja, ja, ist wirklich tolles Produkt, gefällt mir sehr gut. Und ich glaube, die größte Schwierigkeit ist wirklich sozusagen zu sagen, okay, ja, das ist es. Das ist das Produkt sozusagen und das reicht für mich als Aktienquote. Das, das sagen wir mal, fühlt sich so ein bisschen komisch an. Das nur ein ETF alles, zu kaufen. Das kann nicht alles gewesen sein. Ja. Ja, aber ist... Wenn ich die ganze Welt will und in der vollen Bandbreite, dann ist es das. Ja. Genau. Ja. Dann kann ich ja trotzdem, wie gesagt, wir haben einmal die Anleihenkomponente, die das Portfolio ergänzt. Und für diejenigen, die sagen, ich möchte einfach auch gewisse aktivere Entscheidungen treffen, weil es mir Spaß macht, dann nehme ich vielleicht 10 oder 20% meines Portfolios und dann bin ich in Themen oder vielleicht nur mal in einem einzelnen Land, wo ich sage, da erwarte ich jetzt mehr, ob das China, Indien oder USA ist. Das kann dann jeder für sich selbst entscheiden. Wobei es ja auch alles drin ist. Ne? Es ist alles drin, genau. Ja, super. Markus, vielen Dank. Tolles Thema, tolles Produkt. Jetzt auch, wo die Gebühren so niedrig sind. Ich hoffe, dass da viele Anleger sich sukzessive immer mehr zu diesem Index entscheiden, dem wahren Weltindex, wenn ich es mal so nennen darf. Danke für deine Ausführungen, deine Zeit und für die tollen Grafiken. Hat mich sehr interessiert und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Super, danke dir, hat mich gefreut, hat viel Spaß gemacht. Alles Gute, ciao. Ciao. So, das war der Deep Dive zum MSCI ACWI IMI Index. Du findest in der Videobeschreibung nochmal weiterführende Informationen, auch Links zu den Produkten von State Street und zu unserem neuen Index Guide. Da kannst du dich näher darüber informieren. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen und wenn du den Extra ETF YouTube-Kanal abonnierst, dann verpasst du kein weiteres Video rund um die Geldanlage mit ETFs. Bis zum nächsten Mal. Ciao.